Willkommen zu deiner Yoga Nidra Meditation zur emotionalen Heilung und Regeneration. Yoga Nidra, genannt der yogische Schlaf, wurde entwickelt, um dich in einen leichten, veränderten Bewusstseinszustand zu versetzen, in dem du tiefe Entspannung und Regeneration erfährst und einen meditativen Zustand herstellst, der das gesamte Nervensystem ganzheitlich entspannt. Um zu beginnen, finde eine für dich angenehme Position. Schau, dass du wirklich ganz entspannt liegen kannst. Vielleicht magst du dir ein Kissen unter den Kopf legen, dich vielleicht zudecken oder auch ein Augenkissen benutzen. Finde die Position, die sich für dich jetzt wirklich gut und stimmig anfühlt. Und lasse dich ganz entspannt und schwer in die Unterlage sinken. Fühle dich hier gehalten und getragen von der Erde, die dich stützt und trägt. Nimm den sanften Fluss deines Atems wahr, der dich immer mehr und mehr entspannen lässt. Nimm wahr, wie dein Atem durch deine Nasenlöcher ein- und ausströmt. Diesen sanften Fluss des Atems, wie er kommt und geht. Sich bewegt wie die Wellen des Meeres. Du spürst, wie du immer ruhiger wirst, die Gedanken langsam vorbeiziehen, wie auch sie kommen und gehen, während du weiterhin deine Aufmerksamkeit auf den Atem lenkst. Du nimmst diesen kühlen, sanften Einatem wahr, der neue Lebensenergie in deinen Körper bringt. Und die Wärme des Ausatems, die dich noch mehr und mehr entspannen lässt. Vielleicht nimmst du auch noch Bereiche in deinem Körper wahr, die vielleicht noch ein wenig verspannt sind. Lasse mit dem Ausatmen alle Spannung los. Lasse dich noch ein wenig tiefer sinken in die Unterlage. Und dann nimm wahr, wie dein Atem in deinem Körper ankommt, wie sich dein Bauch bewegt, deine Brust. Und lenke deine Aufmerksamkeit auf den Bereich in der Mitte deiner Brust, in den Bereich deines Herzens. Und schau, ob du hier eine Intention finden kannst, ein Entschluss, ein Sankalpa für die heutige Praxis. Vielleicht ein Sankalpa, das dich schon länger begleitet. Einen Herzenswunsch. Vielleicht auch einfach die Intention zu regenerieren, zu entspannen. Dich nach dieser Yoga-Nidra-Praxis erfrischt, regeneriert und wohlzufühlen.
Bringe diesen Entschluss in einen positiven Satz in der Gegenwart. Zum Beispiel, ich reagiere auf jeden Umstand in meinem Leben mit Vertrauen. Was auch immer dein Sankalpa, dein Entschluss ist, verbinde dich in diesem Moment mit dem Bereich deines Herzens und wiederhole dir dein Sankalpa dreimal innerlich in tiefer Überzeugung und in tiefem Vertrauen. Lasse es in deinem ganzen Körper lebendig werden. Und dann bedanke dich und lasse dein Sankalpa wieder gehen. Dann heiße jetzt alle Klänge um dich herum willkommen, das Hören. Nimm Klänge und Geräusche wahr, Geräusche in der Ferne, der Klang meiner Stimme. Bewege deine Aufmerksamkeit von Klang zu Klang. Der ganze Körper wird empfänglich und lauscht. Deine Sinne sind offen, lebendig. Vielleicht für die sanfte Berührung von Luft auf deiner Haut. Die Bereiche, an denen dein Körper die Erde berührt. Die Stellen, an denen dein Körper ruht. Entspannt. Brauchst du nichts mehr zu tun, außer meiner Stimme zu folgen, mir auf eine Reise der Sinneswahrnehmung durch deinen Körper zu folgen. Du kannst dir, wenn du möchtest, die Intention setzen, während dieser Praxis wach und aufmerksam zu sein und einfach meiner Stimme zu lauschen und alle Erfahrungen so wahrzunehmen, wie sie sind, willkommen zu heißen, so wie sie sind. Und dann erlaube es, deine Aufmerksamkeit durch eine Reise der Sinneswahrnehmung durch deinen Körper zu gehen. Bringe deine Aufmerksamkeit in die Mitte deiner Stirn und das Zentrum des dritten Auges zwischen deinen Augenbrauen. Nimm deinen Mund wahr, entspannt, der Kiefer, die Zunge, Zähne. Nimm deine Nasenspitze wahr. Nimm dein rechtes Nasenloch wahr und nimm wahr, wie der Atem durch deine Nasenlöcher strömt. Das linke Nasenloch.
die Bewegung der Luft in beiden Nasenlöchern. Nimm deine Ohren wahr. Nimm die Klänge wahr, die durch deine Ohren hineinfließen. Über das Innenohr. Und lasse deine Aufmerksamkeit weiter wandern. So in die Grube deines Halses, den Bereich zwischen deinen Schlüsselbeinen. Nimm das Brustbein wahr. Die rechte Schulter. Den Ellbogen. Das Handgelenk. Die Handfläche. Den Daumen. Zeigefinger. Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger. Wandere zurück über dein Handgelenk, den Ellbogen, die Schulter. Weiter zu deiner linken Seite, die linke Schulter, den Ellbogen, das Handgelenk, die Handfläche, den Daumen, Zeigefinger. Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger. Wieder zurück über das Handgelenk, den Ellbogen, die linke Schulter. Nimm deine Brust wahr. Oberen Rücken. Den Bauch. Den unteren Rücken. Und die rechte Seite war. Die rechte Taille. Die rechte Hüfte. Das Knie. Fußgelenk, den Fuß, großer Zeh, zweiter Zeh, dritter Zeh, vierter Zeh, kleiner Zeh. Zurück über dein rechtes Fußgelenk, das Knie, die Hüfte, zu deiner linken Körperseite, linke Taille, linke Hüfte, Knie. Fußgelenk, linker Fuß, großer Zeh, zweiter Zeh, dritter Zeh, vierter Zeh, kleiner Zeh. Wieder zurück über dein linkes Fußgelenk, das Knie, die Hüfte,
dein Becken, dein Unterbauch. Lasse deine Aufmerksamkeit in der Mitte deines Herzens landen, der Mitte deiner Brust. Nimm den Atem wahr, das Pulsieren des Atems in deiner Brust. Das Pulsieren des Atems in deinem ganzen Körper. Nimm deinen ganzen Körper wahr. Die Vorderseite, die Rückseite, die rechte Seite, die linke Seite. Nimm deinen ganzen Körper wahr. Nimm wahr, wie dein Körper ganz von selbst atmet. Ganz mühelos. Beobachte den natürlichen Fluss deines Atems in deinem Körper. Ausdehnen und loslassen. In den ganzen Ozean der Luft an deinen Körper herum war. Und so die Ebbe und Flut deines Atems zu spüren. Wellen der Einatmung, die einströmen. Wellen der Ausatmung, die ausströmen. Während du das Ein- und das Ausströmen des Atems willkommen heißt. Dann beginne die ganze rechte Körperseite zu spüren, indem du deine Aufmerksamkeit auf die ganze rechte Seite deines Körpers lenkst. Der Aufmerksamkeit dir Zeit gibst, sich in der gesamten rechten Seite zu verteilen. Die gesamte rechte Körperseite voller Empfindung, Lebendigkeit, Fluss des Atems. Die ganze rechte Körperseite. Die ganze rechte Körperseite. Und dann gib deine Aufmerksamkeit, die Zeit, zur gesamten linken Körperseite überzugehen. Die gesamte linke Körperseite füllt sich mit Empfindung, mit Lebendigkeit. Und gib deine Aufmerksamkeit Zeit, sich gleichmäßig auf die gesamte linke Körperseite zu verteilen. Dann bringe deine Aufmerksamkeit zurück auf die ganze rechte Körperseite.
die ganze rechte Körperseite lebendig, voller Empfindung. Du spürst die Lebendigkeit, das Pulsieren der Lebenskraft, der Wärme, das natürliche Summen, Vibrieren der Lebendigkeit in deiner ganzen rechten Körperhälfte. Dann bringe deine Aufmerksamkeit zurück auf die linke Körperhälfte und gib der Aufmerksamkeit Zeit, sich über deine Mittellinie zu allen Zellen deiner linken Körperseite zu bewegen, dich jede Wärme, jedes Pulsieren der Lebenskraft spüren, die durch die linke Körperhälfte strömt. Kannst du deine Aufmerksamkeit gleichzeitig auf beide Körperhälften lenken, dir die Zeit nehmen, die Aufmerksamkeit auf beiden Seiten deines Körpers willkommen zu heißen. Beide Körperhälften gleichzeitig wahrnehmen. Kannst du deine Aufmerksamkeit gleichmäßig auf die rechte und die linke Seite lenken und der Aufmerksamkeit Zeit geben, beide Körperhälften gleichmäßig zu nähren und mit Empfindungen zu füllen. Nimm den ganzen Körper wahr. Der ganze Körper ruht. Vielleicht magst du dir vorstellen, wie sich der ganze Körper sonnt in der Wärme der Sonne. Der ganze Körper wird warm, wenn du dich im Licht der Sonne sonst und die Wärme der Sonne auf deiner Haut spürst. Der ganze Körper ist warm und spürt die Wärme. Wie fühlt sich die Wärme der Sonne auf und an deinem Körper an? Dann stelle dir eine kühle Brise über den ganzen Körper vor, ein frischer Morgenwind. Wie fühlst du dich in deinem Körper an? Dein Körper kühl und erfrischt? Wie fühlt es sich an, wenn der ganze Körper kühl erfrischt ist? Nimm diese Erfahrung in deinem ganzen Körper wahr. Das Gefühl der Kühle.
die Wärme der Sonne willkommen zu heißen. Die warme, strahlende Präsenz der Sonne. Der ganze Körper erwärmt sich. Du sonnst dich einfach im Sonnenlicht, dem Licht der Sonne, der Wärme. Du heißt dieses Gefühl in deinem ganzen Körper willkommen. Die Wärme der Sonne in deinem ganzen Körper. Dann wieder die kühle Brise über deinen ganzen Körper willkommen zu heißen. Dein Körper, dieser kühle, frische einatmet, auf den ganzen Körper wirkt. Wie es sich anfühlt, wenn der Körper kühl wird. Und nun diese kühle Brise, die kühle Luft. Und die goldene, warme Sonne, in der du dich gleichzeitig sonnst. Die kühle Brise. Beide gegensätzlichen Empfindungen gleichzeitig wahrzunehmen. Ohne nachzudenken, dich anzustrengen. Einfach nur willkommen zu heißen, was da ist. Was auch immer du erlebst, ist perfekt, so wie es ist. Und dann nimm dir einen Moment Zeit, deine innere Ressource, einen inneren Ort, einen sicheren Hafen, deinen inneren Ort der Sicherheit, der Geborgenheit, dein inneres Heiligtum in deinem Bewusstsein willkommen zu heißen. Vielleicht ist es ein Ort, den du schon kennst. Oder ein Ort, der hier und heute für dich entsteht. Ein Ort, an dem du dich vollkommen wohl und entspannt fühlen kannst. Vielleicht ein Ort in der Natur. Vielleicht ein Raum, der sich für dich besonders geborgen anfühlt, warm, gemütlich. Was auch immer es dir erlaubt, dich in deinem Körper vollkommen entspannt zu fühlen. Vielleicht sind auch Tiere oder Wesen anwesend, die dir helfen, ein Gefühl des Friedens, der Freude oder der Dankbarkeit zu empfinden, wenn du dich selbst in diesem Ort, in diesem Raum wahrnimmst, ganz präsent, Realität jetzt in diesem Moment. Nimm dir einen Moment Zeit, dich umzuschauen und diese Ganzheit, die Vollkommenheit, die Schönheit dieses Moments, den du erschaffst, in dich aufzunehmen, indem du alle Formen und Farben, den Anblick und die Schönheit
deiner inneren Ressource einlädst, die jetzt in dir auftauchen. Alle Klänge, alle Düfte, wie sie bei dir ankommen, dich nähren und dir helfen, dein Nervensystem zu beruhigen. Und lasse dich hier für einen Moment ganz an diesem inneren Ort ankommen, eintauchen, dich vollkommen ruhig und entspannt fühlen. Lasse dieses Bild und die Vorstellung wieder los. Behalte einfach das Gefühl dieses Ankommens, der Geborgenheit, der Ruhe, des Friedens in deinem ganzen Körper. Und erlaube es dir, in einen Ozean grenzenlosen Bewusstseins einzutauchen. Weit wie der Himmel. Perfekt. Vollkommen, so wie es ist. Dann lade deinen Sankalpa vom Anfang jetzt hierher ein. Mit einem tiefen Gefühl und einer festen Absicht, indem du es auf den Altar deines Herzens niederlegst und von diesem tiefen Ort der Stille aus beginnst, die subtilen Empfindungen willkommen zu heißen. Heiße die Ebbe und Flut deines Atems willkommen. Der Atem, der ein- und ausströmt. Und lasse diese Erfahrung von Yoga Nidra weiterhin dein Bewusstsein durchdringen. Könntest du die Essenz deiner Praxis willkommen heißen, weiterhin hier zu sein? Du langsam beginnst zu erwachen, langsam Bewegung in deinen Körper bringst, die Finger bewegst, die Zehen bewegst. Du langsam beginnst, deine Umgebung wieder willkommen zu heißen. Die Unterlage unter dir. Nimm dir Zeit, deine Augen wieder langsam
zu öffnen, wieder vollkommen ins Hier und Jetzt zurückzukommen, verbunden mit deinem Sein, der Kraft, der Essenz von Yoga Nidra, deinem Gefühl der Dankbarkeit, dass du dir diese Praxis für dich geschenkt hast. Ich danke dir, dass du heute dabei warst, dass ich dich heute begleiten durfte. Da lasse mir gerne einen Kommentar, damit ich weiß, wie es dir ergangen ist. Da lasse mir gerne ein Like und wenn du es noch nicht getan hast, abonniere meinen Kanal und drücke die Abo-Glocke, um benachrichtigt zu werden, wenn ein neues Video von mir erscheint. Wenn du schon länger dabei bist, danke ich dir herzlich für deine Unterstützung auf meinem Kanal. Und bevor du gehst, möchte ich dir noch mein Online-Yoga-Studio oder den Yin-Yoga-Club vorstellen, in dem du live mit mir üben kannst. Du findest dort viele weitere exklusive Videos von mir zum Thema Yin-Yoga, Yoga-Nidra, sanftes Yoga, Qigong und Meditation. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Und auch wenn du dich für meine Yin-Yoga und Yoga-Nidra-Ausbildung interessierst, findest du die Links in der Beschreibung. Nochmal danke, dass du dabei warst. Namaste.